Willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 2 mit Huber und Schnorrer. Tag. Moin. Wir müssen immer nach Roland rennen. Roland. Versuchen auch noch den Strom hier abzuschalten. Wo geht das Kabel jetzt lang? Ja, da, ja. Ja, ja. So, aber der Herr hat auf jeden Fall dran denken, dass wir da zurückkommen. Ja. Granaten hast du voll? Jo, reicht. Geht das Kabel jetzt hier hoch? Das geht hier links hoch. Wo hier ist wieder ein Schild mit 400. Falls du noch raus. Aber wahrscheinlich wieder irgendwann Abzug. Und du hast die Chance, Feuerschaden zu machen. Ich nehm's erstmal mit. Also die Ladegeschwindigkeit. Ich seh einen Alter! Alter! Komm her! Schieß ja mega langsam, die Waffe. Hier ist aber ziemlich schlecht. So, ich muss dich aufheben, scheiße. Lol. Das heißt, ich glaube, ein bisschen verplant war. Mhm. Alter, 265 Gebühr, willst du mich verarschen? Was? 365 Dollar hat das gekostet. Frage mich, was passiert, wenn man kein Geld mehr hat. Hätte man doch den Schild jetzt wechseln hier. Bist du hier neben mir? Ja. Der Gegner würde wohl nicht warten. Hat das schon Angst. Ey, wieso ist mein Schild nicht höher gegangen jetzt? Da steht die Stadt auf 400. Willst du mich verarschen? Vielleicht hattest du noch ein altes Schild drin, ne? Dann soll er. Ja. In der Tat. So, Stromleitung. Schon wieder kaum Sniper. Ach, hier. Wir müssen übrigens noch zurückgehen. Ja, in den, da gibt's bestimmt schöne Waffen drin. Oder auch nicht. Deswegen laufe ich schnell vor. Damit du die schönen Waffen nehmen kannst. Das ist wieder typisch. Typisch der Schnorrer, ey. Oh ja, das ist eine große Waffenkiste. Ja, ja, die hast du ja vorher schon gesehen. Oh, eine gute Sniper-Leuch für dich. Oh ne, doch nicht so. Was ist das? Auch nicht so. Gegen Schild, die habe ich so ungefähr, aber die ist glaube ich sehr stärker. Magazingröße, das ist natürlich geil. Die nehme ich, ich bin voll, oh, ich bin voll. Die Shotgun würde ich gerne nehmen. Let's geht. Mach das. Was schmeiße ich denn jetzt hier weg? Hier sind der. Achso. Die Sniper brauche ich eh nicht. Natürlich gut, dass ich meine Sniper damit draufgelegt habe. Ja. Mann, immer das scheiße Menü hier, ey. Also. Letzte Magazingröße. Das ist mir scheiße. Egal, dann wenn ich weniger Schaden mache. Also doll war das jetzt auch nicht mit der Sniper. Aber die hat 9 Schuss drin, das ist schon mal gut. Kann man die jetzt eigentlich auch verbessern und wie? Nee, nee. Ich glaube nicht, nee. Also kann man nur die gleichen machen. Der lebt noch. Ja. Und
Panzer. Elektroschaden oder was? Ja, gegen Schild. Ja, wer hier eben der Schild ist. Alter, wenn du hab doch hier noch Schild. Da vor die Kante. Das MG hier scheint nicht schlecht zu sein, was ich aufgenommen hatte. Ah, die Genauigkeit ist ein bisschen. Kommt der Dicker? Neben dir da. Ich stell mich mal neben dich. Achso, du warst da. So, jetzt brauche ich Muni. Hä? Okay, da kommt noch einer. Nicht nur einer, glaube ich. Nee, von Loch ist wieder einer. Ich glaube, da kommen die ganze Zeit welche. Muss man auch irgendwie rumkommen. Also ein bisschen. Ich glaube hier die Shotgun ist nicht schlecht. Mach das nochmal eine Waffe jetzt da auf. Die schlechter, die ist besser, hat aber weniger Magazin. Also macht das ja auch eine Leiter. Das sind wieder hier die Shotgun, Digga. Da vorne liegt da auch noch eine Shotgun. Wo denn? Genau, ja, da. Ich sehe die nur ganz. Ja, ja. Nee, macht weniger Damage. Ja. Aber weil das plus dreifach da stand, das hat das nicht gleich. Jetzt sind wir ja gleich da, dann kommt Arena bestimmt. So, stimmt, ja. Alter. Der Sechslucker darf auf keinen Fall Roland befreien. Ohne Roland gibt es auch keine Kohle. Das macht nicht nur schwer. Du machst das schon. Das hat aber jetzt gut reingekommen. Alter! Drängsteig! Das ist ja Wahnsinn! Die Waffe, die wir von Marcus bekommen haben, da ist eine Schrotflinte dabei, die Feuer schießt!
Gottverdammtes Feuer! Ich hab mein Essen und meine Freundin. Oh, hier ist schon wieder. Markus ist ein. Oh, guck mal hier. Ich und die Jungs ist wieder eine Waffenkiste. Eine super Idee. Bei dir auch da? Einen Schrein, einen großen Schrein, ich habe aber keine Ahnung, wie wir hier reinkommen. Und er versorgt uns weiter mit Waffen. Mehr Waffen. Mal gegenschießen? Mehr Waffen. Nee. Es wird irgendwo ein Hebel oder sowas geben, mit Sicherheit. Denke ich mal auch, ja. Wahrscheinlich erst im Bosskampf. Ach, hier, da ist durch. Ach. Vielleicht können wir ihn befreien, aber warten erstmal noch. Achso, und dann geht gleich die Action los hier, wa? Wahrscheinlich. Irgendwas. Ah, ne. Also, ein Hebel ist hier scheinbar nicht mehr. Obwohl, hier vielleicht geht's oben, ja. Mal da ganz hinten oben kann man auch noch hin. Oh, hier ist oben Zips holen. Ja, ich bin jetzt gerade da, wo du gesagt hast. Ah, hier, hier kann ich öffnen. Das ist gut. Die Schränke meinst du? Nein, ich kann. Oh, was ist das denn? Ach, eine Granatenmod will ich nicht. Ich will die Waffe sehen, ach da. Ja, dann mach mal auf. Ich weiß nicht, welches. Sag mal erstmal das Gate, wo die Waffenkiste drin ist. Hä? Das Gate? Gate! Also welche Nummer? 04. Jo, ist offen. Gar keine Waffen. Na toll. Na gut, dann mach ich die anderen jetzt auf. Aber Mods. Naja. Und was bootet? Weiß ich noch nicht. Dann musst du ja nur gucken, ob für Commander und für dich was dabei ist. Die sind glaube ich unabhängig hier. Granatenmods okay. Teilweise. Ach so, spawnt 6 Bomblets, zerfällt in mehrere kleine Bomblets, die beim Aufprall explodieren. Macht 422 Damage. Hört sich ja nicht schlecht an. Standard-Explosion, aber halt 400 Damage. Bin ich aber voll. So, ich habe jetzt alle auch gemacht. Ich habe ja selber hier einen mit 8 Bomblitz. Brandschaden habe ich auch noch drin. Aber das muss man ja dann immer erst umtauschen. Oh, Iridium. Waren die Pistolen gut? Eine vielleicht. Ich weiß ja nicht, was du hast. Wo kriegst du denn jetzt mal hier hoch? Ach, da. Die Leiter. Ne? Also zu meinem, vom Damage her werden sie besser, aber. Was hab ich momentan? Ah, schon wieder das falsche Menü. 62. Was heißt denn explodiert beim Nachladen wie eine Granate? Ich hatte mal so eine Waffe, die hat er dann, wenn ich nachgeladen habe, weggeworfen und auf den Gegner dann, oder wo du hingeguckt hast. Achso. Warte mal, hier ist doch mit Feuer wieder. Feuerrate ist zwar schlechter, aber egal. Oh verdammt, die wollte ich gerade nicht. Achso. Ja, ist egal. Nimmst du meine? Wo auch immer die hingefallen ist. Was? Die ist ja viel schlechter. So. Dann mach ich jetzt mal auf. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Ah. Kammerjäger. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Dauert nur eine Sekunde. Genau. Und wir sind nicht zu sehen. Was? Wir sind nicht zu sehen. Nee. Okay, das war's. Und jetzt sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Und tot. Meinst du? Kammerjäger! Du musst dieses Ding stoppen! Wie denn? Lass mich los, verdammt! So bezahlt Handsome Jack Lösegeld.
Bahn mit S6. Ach du Scheiße. Ist schon kaputt, oder? Roboter ist das Tor so. Ach du Scheiße. Warte. Von mir. Oh yeah. Hier und was über uns? Ach, die greifen sich da gegenseitig an. Hey, wie komme ich hier wieder raus? Über das Auto da wahrscheinlich. Nee, ich bin da. Ja, ist ja gut, wenn die sich selber platt machen. Ne? Ja. So, dann können wir hier auch erstmal wieder ein Päuschen machen. Meinst du? Ja. Dann machen wir das. Gut. Spitze. Spitze, bedanke mich. Ciao. Ciao.